Liebe Pulheim TV-Zuschauer, heute bin ich im wohl geheimsten Raum von Pulheim. Zumindest während der Karnevalszeit, weil das ist hier die Residenz des Dreigestirns. Das hier jetzt nicht, das ist der Umkleideraum, aber dahinter, hinter dieser Tür, da sitzt das Dreigestirn mit Prinzenführer und noch einigen anderen und proben das, was sie später auf der Bühne vorführen wollen. Also die proben die Lieder, die proben, wenn sie tanzen wollen, proben sie die Tänze und auch die Reden des Prinzen oder des Bauern und der Jungfrau, die werden hier geprobt. Und da wir die Jungfrau noch nicht interviewt haben, den Prinzen und den Bauern, den kennen sie ja mittlerweile, aber die Jungfrau, die haben wir noch nicht interviewt und die will ich mal fragen, wie kommt sie an ihren Namen? Normalerweise wird die Jungfrau im Karneval nach ihrem Vornamen benannt. Der heißt hier Dieter Mack, dann heißt die Jungfrau eigentlich Dietlinde oder so. Aber dieses Mal ist es anders. Diesmal heißt die Jungfrau Macarena. Gut, wahrscheinlich vom Nachnamen Mack, aber jetzt wollen Sie auch mal testen, ob die Jungfrau ihrem Namen alle Ehre macht und auch Macarena tanzen kann. Schauen wir mal rein und fragen Sie. So, hier sitzen Sie also. Alle um einen Tisch rum, also geprobt haben sie anscheinend schon oder noch nicht, man weiß es nicht. Und da sitzen alle wichtigen Leute, die zum Pulheimer Dreigestirn gehören. Da hinten sitzt der Bauer, dann die Jungfrau und daneben natürlich der Prinz. Und hier sind die Adjutantinnen, die drei Mädels. Und da hinten ist der Herr Esser, das ist der Prinzenführer. Und die Jungfrau, die greifen wir uns jetzt mal und fragen sie, wie sie an ihren schönen Namen kommt. Jetzt sitze ich hier neben der Jungfrau und jetzt wüsste ich gerne, wie bist du auf den Namen gekommen, Macarena. Gut, wahrscheinlich vom Familiennamen. War das deine Idee? Nein, also meine Idee war es nicht. Also der Hermann Josef Esser, unser Prinzenführer, der hatte also mit uns zusammen gesprochen und hat gedacht, in Verbindung mit meinem Namen, Nachmann Dieter Mack, machen wir eine Macarena daraus. Du weißt, Macarena ist ja ein Tanz, ne? Da steckt ja auch so eine kleine Verpflichtung dahinter, tanzen zu können. Kannst du tanzen? Es geht so, aber ich tue mir noch ein bisschen schwer, aber ich übe halt eben fleißig und dann wollen wir schauen, dass der ganze Saal dann mittanzt und da freuen wir uns alle schon sehr darauf. Übt er den Tanz jetzt auch? Also in der ganzen Gruppe mit den Paginnen und auch der Prinzenführer und natürlich hier unser Kameramann, der Prinz, der übt mit. Der rennt sich gerade ihren Wurf. Jetzt verlässt er mit der Kamera die Szene. Ich warte, bis er wieder zurück ist. Ah, da ist er. Mann. Also, und ihr habt geübt und ihr tanzt das auch auf der Bühne. Das habt ihr also fest vor. Ja, wir werden in jedem Fall auf der Bühne auch tanzen. Und ja, dann freuen wir uns halt eben, dass wir es alle zusammen machen. Wie bist du auf den Gedanken gekommen, Jungfrau zu werden? Ja, also der Prinz stand ja von vornherein fest, das ist praktisch klar gewesen und dann war Klaus-Dieter Teichert, der wird dann Bauer und ich bin dann halt eben die Jungfrau geworden. Ich fühle mich damit sehr wohl, da ich vom Sternzeichen ja auch Jungfrau bin und das passt schon und dann schauen wir halt eben, dass das sehr schön wird. Ja, Hauptsache im Dreigestirn, egal was man jetzt so macht, das finde ich auch die richtige Einstellung. Und jetzt wollen wir mal gucken, was die schon geübt haben. Als Tänzer, als Macarena-Tänzer. Wir sehen uns das jetzt mal an und erstmal vielen Dank und vielen Dank dem Prinzen für die großartige Kameraführung. Hoffentlich werden unsere Zuschauer nicht schwindelig. Paginnen, Adjutantinnen, Assistentinnen, Prinzenführerinnen oder wie nennt man euch? Der Bauer mit seinem schönen Stückchen, das Pulheim Herz. Und jetzt, Sie sehen es ja schon, sie bewegt sich schon. Sie möchte sich bewegen und sie kann sich bewegen. Wenn man diesen Namen hat, Macarena, dann ist ja der Name von Paro. Dazu gibt es ein wunderschönes Stück. Dieses Stück heißt, wie Sie verhören. Hey, Macarena, tanz heute Nacht und dreh dich mal wieder. Hey,
Nacht, Katze auf